Hallo und herzlich willkommen bei unserem Cooking Simulator. Ja, man sieht, ich hatte ja schon mal hier gespielt. Das letzte war anscheinend Cakes and Cookies. Dann hatte ich hier mal ein paar Folgen, ich glaube schon fast vor Jahren, hier veröffentlicht. Ohne mein Kommentar, unvorstellbar eigentlich für mich jetzt im Moment. Aber natürlich muss ich jetzt mal Cooking Simulator Shelter auch mal versuchen. Ich hoffe nur, dass die Musik nicht zu laut ist. Machen wir halt mal ein kleines Angezockt, täglich um 15 Uhr. Und dann schauen wir mal, wie viel Spaß das macht. Es ist jetzt so, dass hier es anscheinend ein kleines Intro geben soll. Und ich hoffe natürlich, dass uns das Ding hier nicht ewig warten lässt. Und ja, was soll man noch sagen? Anscheinend nach dem Atombombenangriff kochen im Bunker. Wenn es jetzt noch etwas dauert, machen wir einen kleinen Zeitsprung, aber ich hoffe mal, dass er das trotzdem relativ schnell dann geladen hat. Vielleicht mache ich einen kleinen Zeitsprung und schalte wieder zu, wenn das geladen ist. By the end of the 1980s, the old world disappeared in the flash of nuclear explosions. Those that survived were forced to fight for basic resources. Successive generations of mankind struggle on in the hope of one day rebuilding. Growing up in the wasteland, you practiced the art of cooking. You did this for survival, but also to give people a taste of the world they had lost. You found peace in the day you met your wife, and two of the best moments in your life were the times your sons were born. One day, while out hunting, you were attacked by bandits. You managed to escape, returning to your camp only to find it looted and destroyed. The only sign of your family was a note left behind in your wife's handwriting. It simply read, "Find us." After a long journey, you finally come to Sector 12, a well-populated area near an abandoned and broken-down long-distance communication satellite. You discover a small shelter with a well-stocked kitchen, a good place to cook and sleep while you try to get the satellite dish operational again. Ja, es hat ja tatsächlich noch etwas gedauert, deswegen habe ich einen kurzen Zeitsprung gemacht, wo haben wir vielleicht eine Minute uns gespart. Willkommen in der Erweiterung Shelter. Die Reise hierher war lang und anstrengend, aber im Ödland bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Du musst wieder aufbrechen, dieses Mal zu den Satellitenschüsseln. Du hast Glück, dass die Ausrüstung im Bunker intakt ist, sodass du sie nutzen kannst, um einige Vorräte für deine Reise vorzubereiten. Genau, so, öffne das Spielerhandbuch mit Tab. Und da gibt es auch schon die erste, das Überlebenskünstler-Kebab. Genau, das sollen wir uns hier gleich anpinnen. So was Ähnliches kennen wir ja von früher mal, wo man sich das Rezept auch links unten anpinnen konnte, damit man hier nicht da nachschauen muss. Und jetzt sollen wir uns 500 Gramm Dosenfleisch holen. Und natürlich hier wieder ordnungsgemäß verschließen und legen das hierher. So, und was sollen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir hier noch Barbecue-Soße holen. Barbecue-Soße brauchen wir ja dann. Auch mit dazustellen. Und Kaktusöl. Genau. Ja. Ja, das am Anfang immer so ist, es ist ganz leicht beschrieben. Hier nehmen wir einen Spieß. Und hier spießen wir das auf. Es wird hier immer schön gespeichert. Anscheinend hatte ich das Problem mal hier, dass es öfter mal abgestürzt ist. Jetzt können wir hier mal den Wecker stellen. Timer stellen. Lass mal hier mal schauen. Eine Minute. Und dann machen wir hier mal 10. Und dann... Du
Können wir das hier zurückstellen? Jetzt weiß ich nicht, warum der Wecker hier nicht läuft. 1:10. Ja, wahrscheinlich haben wir hier noch etwas falsch gemacht. Genau. Wir müssen wahrscheinlich hier noch etwas drauf träufeln. Oder hier. Schauen wir mal. Träufeln. Mal etwas drauf getroffen. Ja, in eine Schüssel. So, in eine Schüssel. Okay. Da haben wir doch jetzt 10 in eine Schüssel. Aber ein bisschen zu knapp wahrscheinlich. Und jetzt noch Kaktusöl in eine Schüssel. Genau, und jetzt grillen wir 60 Sekunden lang. Ja, ich weiß jetzt nicht sicher. Warum der nicht startet? Ah, jetzt startet er. Und jetzt können wir natürlich hier 4, 3, 2, 1 und dann genau 60 Sekunden lang grillen. Ja, was gibt es hier sonst noch? Die wirkliche Aussicht, hier schönes Fenster. Hier könnte man dann den Radio noch anschalten. Was es sonst noch alles gibt. Halbe Minute haben wir noch Wartezeit. Da geht es dann nochmal raus aus dem Bunker. So, jetzt haben wir noch ein bisschen über 10 Sekunden. Ich drücke hier schon fleißig. Dosenfleisch-Kebab. Okay. Nehmen wir das auf einen Teller. Das ist so ein Teller, so ein Basic-Teller. Doch jetzt auf den Teller. Oder wäre dieser andere Teller, war da gemeint, ach, ein Kebab-Teller. Ja, ist ja klar, dass man hier jetzt einen speziellen Kebab-Teller braucht. Also, ja, hier runternehmen. Ja. Das hier herlegen. Jetzt legen wir das auf den Tresen. Und jetzt die Pipette füllen. Pipette 20. Okay. Und jetzt sollen wir das beträufeln. Wie könnte man das jetzt? Wir können ja hier nur so träufeln. Die Pipette bietet dir außerdem zusätzliche Möglichkeiten. Mit ihr kannst du Flüssigkeiten aus Flaschen entnehmen und beliebig mischen. Okay, alles klar. Können wir vielleicht irgendwann mal noch nutzen. Stelle das Gericht zum Servieren auf die Seite. Zur Seite. Jawohl, das haben wir jetzt geschafft.
Jetzt kann man hier mal nachschauen. Jetzt gibt es das nächste schon wieder. Grüne Pilzsuppe. Okay. Jetzt muss man vielleicht hier erst einmal ein bisschen aufräumen. Das werfen wir mal weg. Das leeren wir hier aus. Dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Okay. Gib hier 700 ml Bouillon in den Topf. Wo ist die Bouillon? Bouillon. Okay. So, jetzt haben wir schon fast. Noch ein bisschen. Okay. Bouillon stellen wir weg. Ist noch was drin? Ja. So, nimm den Topf und gib 150 Gramm Kartoffeln dazu. Wie viel haben denn die Kartoffeln? Ah, eine Kartoffel 150 Gramm. Gib 100 Gramm grüne Pilze dazu. Ja, wo haben wir denn hier die Pilze? Ah, hier haben wir die Pilze. 100 Gramm, das wären dann zwei. Ja, super. Grüne Pilze. Stell den Topf auf den Herd. Koche die Suppe. Hol die Creme. Creme de la Creme. Saure Sahne ist dann die Creme. Stell mal hierher, bringe das Kaktusöl. Kaktusöl. Die kochen wir jetzt immer noch. Ja, dauert noch eine Weile. Da sieht man schon rote Hände, dass wir hier jetzt eigentlich nicht mehr so ohne weiteres reinfassen können. So, schauen wir mal, er wird ja mir jetzt anzeigen, wenn die fertig ist. Pilze und Bouillon ist schon fast fertig, aber die Kartoffeln noch nicht. Werden wir mal gleich sehen. Stell die Suppe ab. Weiß ich nicht. Hoffe, dass der hier sauber hier mitfilmt. Mische den Inhalt. Okay, mischen wir natürlich. Okay, das legen wir wieder hierher. Zack. Gib 50 ml Creme in den Topf. Hier glaube ich fast ein bisschen mehr. Jawohl. Ist hier noch was drin? Und 20 ml Kaktusöl. Okay. Bereite einen tieferen Teller vor. Das ist der Suppenteller. Da sagen können, nimm einen Suppenteller und mit einer Schöpfkelle einfüllen. Sehr gut. Also haben wir dann 2x 150. Und das hängen wir wieder auf. Sehr schön. Das stellen wir hier daneben. Jawohl, verkaufte Gerüchte. Überlebenskünstler Kebab für 50 Dollar und die grüne Pilzsuppe für 57. Details? Geschmäcker.
zu viel Barbecue-Soße. Also, das war ja nicht in meinem Sinn. Aber immerhin ist die Pilzsuppe perfekt. Ja, und ich würde mal sagen, dann haben wir es auch schon wieder mit unserer ersten Folge. Anzumerken wäre nur, wir haben hier $842. Ich finde es jetzt mal nicht ganz schlecht. Muss natürlich noch ausbaufähig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.